Das macht mich irgendwie. Ich meine, gerade jetzt kommt die von der, die das Mädchen von Ringreis. Sag schon. Ja, wenn ihr Verbesserung, also wenn ihr Sachen, Wünsche habt für dieses Tal, einfach mal, damit es nicht zu viele Kommentare werden, dann dürft ihr das gerne nennen. Ich setze es um, wenn es nicht zu schwer wird, natürlich. Ich möchte leicht beginnen, also fordert mich nicht zu sehr am Anfang. Später können wir dann Burgkomplexen, Festungen, Raketenbasen, Schiffswerften, alles machen, aber am Anfang locker anfangen. Ich werde mal schauen, ob ich den Wasserfall vergrößern kann davon. Also ich könnte, kann es schon, aber ob es leicht ist. Weil das Wasser ja eine eigene Bahn macht. Wir brauchen Erde. So, so wachsen die schön. Und Ding auch in der Nacht. Ja, meine Konzentration fällt momentan. Ich weiß nicht, wie lange ich noch aufnehmen will, kann, möchte. Ja, das ist das gleiche wie. Kann ich hier das wegnehmen. Das nur von hier. Wenn ich jetzt das so das weg. Und das hier. Muss ich ja nochmals meinen. So. Jetzt. Ah, das nochmals, der noch. Ja, es geht im Wasser leider nicht so schnell, aber ich hoffe, es ist echt nicht zu lange. Gässlich. Das ist jetzt Stein hier. Okay. Nein, das ist immer noch Erde. Das sieht immer so aus, das ist sogar. Das ist unser Deckstecker. Also es geht nicht schnell mit den Schaufeln, sondern muss man das sagen. Sieht nicht so schön aus.
zum Haus. Wie sollen wir das ausbauen? Habt ihr da auch Vorschläge? Es ist ja wie bei den anderen Display auch interaktiv. Da dürft ihr gerne mitmachen. Ich will nicht alleine die Sachen machen. Ich möchte gerne, dass ihr mitwirken könnt. Weil zu einem guten Let's Play gehört auch die Miteinwirkung der Fans, und das ist bei Gronkh nicht so, dann mag ich ihn auch nicht so. Vor allem ist er sehr menschenunwürdig durch die Werbung, durch das Gekaufe die ganze Zeit. Ist eigentlich Gegner an der Let's Player. So, jetzt ist es gerade. Oder? Ah, was ist dort schon wieder? Also, ja. Voll der Park? Voll der komische Park. Aber so sieht es auch schön aus. Ich lasse es mal so. Und verabschiede mich mal ganz gut, groß. Herzlichen Dank an die 65 Abonnenten, die Kommentare schreiben, auch wenn es momentan noch sehr gering ausfällt. Dann der ploppende Baum, der mir fast den Kopf abgedroppt hat. Und an das Let's Play Forum. Ich habe mir Tropenholz hergestellt. Ich erstelle mit Tropenholz Tropen. Oh nein, jetzt kommt. Da habe ich wahrscheinlich falsch reingetan. Okay. Danke schön fürs Zuschauen. Viel Spaß mit den anderen Videos. Und es geht bald weiter. Vielleicht schon morgen oder so. Also für mich, für euch werde ich die Videos wahrscheinlich noch nicht alle hochgeladen haben. Aber wenn ihr es jetzt seht, dann habe ich es schon hochgeladen. Okay, und ja, eben, gut posten, bitte. Sehr angenehm, wenn ich Kommentare beantworten kann. Sonst kann ich wirklich auch meine Kommentiershow machen. Wenn ihr wollt, kann ich euch auch mal per Skype oder TeamSpeak 3. Ja, können wir mal reden zusammen, wenn ihr nicht so gerne schreibt. Ja, das war's jetzt eigentlich mal für diese Aufnahmesession. Bis zur nächsten Aufnahmesession. Euer Drago Basler. Bye bye. Ja, hallo und willkommen zurück zu Minecraft Feed the Beast Let's Play. Wir sehen hier die Strahlen der Sonne. Das ist richtig cool. Und diese, wie sagt man, den Linsen. Lichtlinsen. Das ist richtig geil gemacht. Das Texture Pack. So, ja, es ist ein bisschen comichafter, aber es erinnert mich an das Original. Richtig schön. So, was wollen wir heute machen? Mal überlegen, was ist jetzt los? Ja, es ist ein Grasblock. Kann man das nicht ausmachen? Hey, hallo. Options. Das war's nicht. Ich habe nämlich in der Testwelt ein bisschen rumgedrückt. Ah, klar.
Die Tipps habe ich angemacht. So ist es. Wieso ist es schon wieder so? Das ist so unaushaltbar. Die Musik ist immer zu laut. Immer. Ist es fertig? Ich warte noch. Also, was wollen wir heute machen? Zum ersten Mal die Sachen, die ich im alten Let's Play von Feed Beast gemacht habe, ist alles zu laut. Viel zu laut. So, ja, wir haben ja diese Shards, die sind von Timecraft, einem neuen Mod-Kombi, also ein großer Hauptmod. Und Stream ist wahrscheinlich auch irgendetwas davon. RAM ist es neu. Wie gesagt, wollte ich jetzt... Wir haben zu wenig. Oh nein, wir haben... Das war das 10 wahrscheinlich. Einen Eisenofen. Jetzt brauchen wir nochmal die Rezepte für einen Generator. Genau, Verkehrung und mehr Details. Keine. Das so, ich bin ein bisschen durcheinander vom Testen. Der Generator, stimmt. Ich bin der... Es ist alles wieder anders geordnet. Lass ich wieder besser schauen. Electric Furnace, X-Trader, Compressor, Induction, Magnetic Power, Miner, Terraform, Test, Teleport, cool. Ja, toll. Generator, hallo. Ja, mit diesen Sachen werden wir uns noch ein super schönes Haus bauen. Aber zuerst das Wichtige. Das sind extrem viele. 8K RAM-Modul. Transport Item Detector. Cool. Deploy. Manage Sortron. Ja, wo ist der Generator? Der Generator. Hallo? Ja, sorry, wenn es ein bisschen langweilig ist, aber ich muss jetzt alles auch zuerst wiederfinden. Wie gesagt, es ist fast blind für mich. Den ganzen Mod kenne ich überhaupt nicht. Ich eigentlich so gerne andere Let's Play, wenn ich selbst Let's Playe. Also die gleichen Spiele.